So, dann darf ich mich herzlich bedanken für die Einladung, um hier über Motivation und Anerkennung in unserem Projekt Visible zu sprechen. Visible, wie Sie schon gesagt haben, Schülerinnen und Schüler erforschen die unübersehbare oder die übersehbare Mehrsprachigkeit der Wiener Linguistic Landscape. Ich bin im Team mit Elisa Pustka von der Romanistik-Uni Wien, mit Lisa Kramer und Sophia Seereiner, die unsere Projektmitarbeiterinnen sind. Wir sind also ein reines Frauenteam. Wir sind aus den Geisteswissenschaften und wir sind da eigentlich auch auf diese verschiedenen Aspekte sehr stolz, weil es ja noch nicht so viele geisteswissenschaftliche Citizen Science Projekte, Sparkling Science Projekte gibt. Motivation ist bei uns ein zentrales Thema gewesen. Auf das komme ich dann noch zurück. Aber zuerst einmal ein bisschen, worum es geht in unserem Projekt. Das ist jetzt aus unserem Abstract. Shop, Café, Kebab, wenn man solche Dinge in der Linguistic Landscape sieht. Und mit Linguistic Landscape meinen wir geschriebene Sprache im öffentlichen Raum. Dann bemerkt man sehr viele Sprachen, nicht nur Englisch, sehr viel Englisch, aber nicht nur, sondern auch Herkunftssprachen der Wiener Bevölkerung, auch Schulfremdsprachen, wie zum Beispiel Französisch. Und diese Texte und Aufschriften, wenn man mit Linguistic Landscape Studies sich befasst, dann geht man davon aus, dass die die Rolle repräsentieren und inszenieren, die die Sprachen in dieser Sprachlandschaft spielen. Das heißt, es werden gesellschaftliche Dynamiken, sind reflektiert, abgebildet und werden aber auch erzeugt durch das, was sich in der Linguistic Landscape findet an Texten. Und das lädt dann sehr praktisch ein zur Sensibilisierung für Mehrsprachigkeit und auch zum Fremdsprachenlernen einfach vor der Haustür, also in unserem Fall in Wien. Wir erforschen jetzt also, wie so Lehnwörter wie Shop, Café, Kebab eingestuft werden. Ist das jetzt noch Englisch, Französisch, Türkisch? Wie wird das kategorisiert? Oder ist das bereits Deutsch? Und wie wir das erforschen wollen, ist eben mittels Citizen Science. Das heißt, wir haben Feldforschung, wir haben Analyse, kritische Reflexion mit unseren Citizen Scientists an den Partnerschulen und auch an unserem Kooperationspartner PH Wien. Und versuchen eben daraus zu ermitteln, wie ist die Linguistic Landscape in Wien gestaltet, welche Sprachen finden wir in welchen Kontexten und Funktionen. Und aus diesen Überlegungen und den Outputs, die wir da kriegen, wollen wir auch Unterrichtsmaterialien entwickeln, die dann wieder Mehrsprachigkeit in Linguistic Landscape im Unterricht thematisieren können, die wir dann auch erproben, evaluieren und Open Access freigeben möchten. Das ist also mein Team. Sie sehen hier mich und die Kolleginnen. Wir haben auch noch unsere Organisationsassistentin Barbara Tiefenbacher dabei, die in Eventmanagement ausgebildet ist, die uns da, also wieder mal ein glücklicher Zufall von Menschen, die mehr können, als sie bezahlt werden, von der Uni Wien, aber die uns eben auch, wie wir noch sehen werden, bei Museumsausstellungen sehr, sehr zentral geholfen hat. Und dann hatten wir auch noch zahlreiche studentische MitarbeiterInnen. Ich kann nur empfehlen, falls es jemanden gibt, der jetzt auch noch im Projektantrag für die nächste Runde sich überlegt, immer studentische MitarbeiterInnen einzuplanen. Die waren extrem wertvoll und sehr, sehr auch wirklich ausgezeichnet und hilfreich. Die erweiterte Blume von Visible ist dann quasi sind hier zentral natürlich unsere Partnerschulen, das GRG 5 Rainer Gymnasium im 5. Wiener Gemeindebezirk, BG 8 Pieristen Gymnasium im 8. Bezirk und AS 4, Wien West im 14. Bezirk. Wobei GRG 5 und BG 8 die Schulen sind, mit denen wir schon gearbeitet haben und AHS Wien West ist dann so ein bisschen unsere Versuchskaninchen derzeit für die Unterrichtsmaterialien, also mit Unterrichtsmaterialien, das kommt dann erst. Wir haben einen wissenschaftlichen Beitrag für die Qualitätskontrolle, den wir schon konsultiert haben. Wir haben einen Sprachenbeirat, den wir befragen können, wenn irgendwelche Sprachen auftauchen, mit denen wir uns wirklich nicht auskennen, selber im Team. Die Uni Wien hat natürlich die größte Sammlung von Philologien in Österreich. Das heißt, es ist sehr praktisch, hier Menschen konsultieren zu können. Wir haben auch einen Lenkungskreis, das sind so die Stakeholders wie die Direktionen. Und natürlich auch Sparkling Science als Programm, als Fördergeber und das Bundesministerium. Wir arbeiten zusammen mit der Universität Luxemburg, weil die die App entwickelt haben, mit der wir die Datensammlung betreiben, die App Linkscape
die ich dann noch kurz zurückkomme. Wir arbeiten zusammen, haben zusammengearbeitet, schon sehr erfolgreich mit dem Bezirksmuseum in der Josefstadt im 8. Bezirk, also im Schulbezirk vom Pioristengymnasium, mit einer sehr umtriebigen Leiterin Maria Ettel, die uns dort ermöglicht hat, eine Ausstellung zu gestalten. Und auch das Bezirksamt Margareten hat uns ermöglicht, eine Ausstellung aus den Ergebnissen zu gestalten. Die PH Wien habe ich schon erwähnt als Kooperationspartner. Das ist so irgendwie unsere Organisationsblume. Wir laufen noch bis, also wir haben begonnen Oktober 22, laufen bis Juli 25 und haben eine Fördersumme von knapp so 340.000 Euro. Das sagen wir auch gerne dazu. Wir haben schon gefragt, und warum sagen wir das, weil wir eigentlich ganz stolz drauf sind. Unsere zentralen Aktivitäten sind also, dass wir öffentlich sichtbare schriftliche Mehrsprachigkeit in der Linguistik Landscape in Wien erheben, in zwei Bezirken. Das sind die Schulbezirke von den SchülerInnen, von diesen ersten zwei Partnerschulen. Die SchülerInnen sind dann unsere Citizen Scientists und sie arbeiten mit der Smartphone-App Linkscape, die in Luxemburg entwickelt wurde. Das ist eine App, mit der man eben leicht Bilder machen kann, dann auch Ausschnitte, damit man wirklich nur auf diese Aufschriften konzentriert ist, diese dann hochlädt, also annotiert und hochlädt. Und im Backend kann man dann eben sehr praktisch wieder den Datensatz herunterziehen. Das ist aber selbst ein Citizen Science Projekt. Das heißt, da sind wir ein Teil eines großen Ganzen. Und alle, die interessiert sind, können sich im App Store Linkscape suchen und dann auch hinausgehen und die Wiener Linguistik Landscape oder wo auch immer sie sitzen, den Linguistik Landscape dokumentieren und dazu beitragen, dass so ein Mosaik entsteht auf der ganzen Welt. Das wird auch wirklich in verschiedensten Ländern verwendet, kommt eben aus Luxemburg. Dass wir ein bisschen wissen, was finden sich denn da für Sprachen und Texte und Aufschriften im öffentlichen Raum. Die Aufgabenstellung bei uns ist, finde und dokumentiere nicht Deutsch. Das hängt jetzt genau auch wieder mit unserer wissenschaftlichen Fragestellung zusammen. Wir möchten eben wissen aus der Perzeption unserer Citizen Scientists, was ist denn nicht Deutsch? Im Unterschied zu Deutsch, was natürlich so die Matrixsprache ist im Wiener öffentlichen Raum. Wir kontextualisieren jetzt dann diese Daten, die wir dadurch gekriegt haben, haben das schon durchgeführt, diesen ersten großen Schritt und haben das auch kontextualisiert mit Fragebögen, mit Sprachenporträts, mit Fokusgruppendiskussionen und auch mit einer Vollerhebung, um zu schauen, was hätte denn alles fotografiert werden können als Nichtdeutsch, beziehungsweise überhaupt, was ist denn überhaupt da, um eine so eine Baseline zu haben. Wir werden dann die Ergebnisse natürlich wissenschaftlich einerseits veröffentlichen, aber wir haben eben auch schon zwei Ausstellungen gestaltet, gemeinsam mit den Citizen Scientists, mit unseren SchülerInnen. Und die wissenschaftliche Analyse und die Entwicklung der Unterrichtsmaterialien, das ist alles Work in Progress. Wir haben jetzt einmal das erste Projekt ja hinter uns und das kommt jetzt so als nächstes auf uns zu. Unsere Projektziele sind einerseits didaktisch, aber auch verschränkt eben mit Sprachenwissenschaftlichen, wie das in Citizen Science aus unserer Sicht, aber auch den Qualitätskriterien entsprechend sein sollte. Einerseits eben, wie wir gesagt haben, Sensibilisierung der Schülerinnen, der Citizen Scientists, das ist so SCS, nicht die Shopping City, sondern die Schülerinnen, für schriftliche Mehrsprachigkeit im öffentlichen Raum. Und diese Zusammenhänge zwischen Sprache und Gesellschaft, also das ist ein soziolinguistisches Projekt, Sprache und Gesellschaft, die interagieren durch aktiv-partizipative Feldforschung, also die SchülerInnen machen Feldforschung und gemeinsam mit ihnen besprechen wir auch die Daten. In diesem Sinne wollen wir Ihnen Einblicke geben, in was eigentlich sprachwissenschaftliche Forschungsprozesse sind und die Unterrichtsmaterialien sollen daraus entstehen, aber an diesem Punkt sind wir eben noch nicht ganz und am letzten. Sprachwissenschaftlich geht es darum, dass eben Herkunfts- und Fremdsprache in der Wiener LL, also nicht Deutsch, dokumentiert wird aus variationslinguistischer und perzeptionslinguistischer Perspektive. Die Perzeptionslinguistik ist innerhalb der Soziolinguistik noch sehr unterentwickelt und stiefkindlich behandelt. Da gibt es jetzt einen Aufschwung und zu dem wollen wir beitragen, indem wir dann eben auch die Daten analysieren und schauen, was wir gefunden haben, das auch auslegen im Prinzip, was das heißt alles. In unserem Korpus, den wir auf die Art und Weise erstellen, auch in Bezug auf Kontaktlinguistik, also Sprachkontakt, Deutsch und andere Sprachen, und dann auch eben die Perzeptionslinguistik weiterentwickeln. Unser Zeitplan, den ich hier abgebildet habe, nur wirklich im Groben, also hat begonnen 22, es endet 25. Wir hatten eben schon diesen zentralen Punkt unserer ersten Projekttage, jeweils drei Feldforschungstage, auf die gehe ich noch näher ein.
Im Juni 23 in unseren zwei Partnerschulen im 5. und 8. Wiener Gemeindebezirk. Wir haben diesen Meilenstein erreicht. Es gibt einen Datensatz, da sind wir sehr erleichtert und froh. Das hat eigentlich wirklich sehr gut geklappt. Nachträglich muss man sagen, ist fast erstaunlich, wie gut. Projekttage eben dann im September, Oktober, da haben die SchülerInnen selbst die Ausstellungen entwickelt, jeweils eine pro Schule. Die wurden dann vor Weihnachten eröffnet und sind jetzt gelaufen, jetzt bis Jänner. Werden aber dann auch virtuell zur Verfügung stehen. Das heißt, wir haben schon noch Konzepte, wie wir das weiter nachhaltig gestalten. Der zweite Meilenstein soll dann eben die Datenausarbeitung sein. Das ist der wissenschaftliche, den ignorieren wir jetzt, aber das ist alles, wie gesagt, noch in Arbeit. Und dann gibt es wieder Projekttage im Juni mit der dritten Partnerschule RHS Wien West, wo wir eben gerne ausprobieren möchten, diese Unterrichtsmaterialien und was denn alles möglich ist, was wir auch schon gelernt haben. Und da gibt es vorher noch einen Didaktik-Workshop, also es gibt noch viele Dinge, die passieren bis dahin, was dann alles entwickelt, getestet, überarbeitet und finalisiert werden soll. Und dann natürlich die Dissemination. Diese drei Projekttage waren so wirklich unser Grundstein des Projekts, auf den wir sehr, sehr hingearbeitet haben, weil wir dann eben gehofft haben, einen Datensatz zu haben, mit dem sehr viel machbar ist in alle verschiedenen Richtungen. Was ist da passiert? Im Prinzip Einführung, Durchführung, Reflexion. Am ersten Tag ist einmal erklärt worden, was wir überhaupt wollen. Also diese Idee, es gibt Feldforschung, es gibt eine App, mit der geht man hinaus, dokumentiert die Wiener Sprachlandschaft in Bezug auf Nichtdeutsch. Und dann wieder, wie ist es uns gegangen mit dem, was da passiert ist. Also am ersten Tag war das so eine freie Wanderung, sage ich mal, angeleitet schon, damit nicht alle auf einem Haufen gehen, in verschiedenen Sektoren des Bezirks, aber doch einfach rumspazieren und fotografieren. Am zweiten Tag haben wir die SchülerInnen speziell in zwei Straßen geschickt, in die Josefstädter Straße im 8. und in die Reinprechtsdorfer Straße im 5. Bezirk. Ich sage es immer in der Reihenfolge, weil der 8. Bezirk zuerst war. Chronologisch. Und dort haben sie eben detailliert 200 Meter alle denselben Straßenabschnitt erhoben, um auch zu schauen, was denn jetzt eigentlich so der Konsens wäre, was alle fotografieren als Nichtdeutsch, wenn sie festgelegt sind auf denselben Straßenabschnitt. Auch wieder mit Nachbesprechung und so weiter. Und am Tag 3 dann die Reflexion. Es gab einen Fragebogen mit Fotos aus der Wiener Linguistic Landscape, die wir schon vorbereitet hatten, wo es auch darum gegangen ist, welche Sprachen hier identifiziert werden und woran das festzumachen ist, um dann zurückzukommen eben auf das, wie analysiert man überhaupt Mehrsprachigkeit im öffentlichen Raum, was ist Sprachwissenschaft, was machen wir mit solchen Daten, auch Sprachsoziologie, welche gesellschaftlichen Dynamiken sind eben abgebildet, auch Spracheinstellungen, warum gibt es von der einen Sprache mehr, von der anderen weniger, obwohl es eigentlich in Wien, also Englisch findet man überall, aber der Anteil von englischen Native Speakers in Wien ist sehr gering im Vergleich zum Anteil von BKS-Speakers. Also das ist ein völliges Ungleichgewicht der Repräsentation und solche Dinge haben wir dann eben auch diskutiert. Welche AkteurInnen sind überhaupt in der LL aktiv, in der Linguistic Landscape? Was assoziieren wir mit gewissen Sprachen? Was gibt es denn für eine gute oder für eine schlechte Linguistic Landscape? Wie könnten die ausschauen? Und dann auch wieder Nachbesprechung und Projektberichte, beziehungsweise auch Poster, die zu gestalten waren, je nach Vorliebe, um zu sehen, um den Ertrag auch zu sichern. Der Nachher-Fragebogen über Verbindung mit einem Vorher-Fragebogen. Wir wollten eben auch schauen, gibt es da so eine Art Lernzielkontrolle einführen. Das ist jetzt nur wieder eine Wiederholung, was ich schon gesagt habe. 85 SchülerInnen, im Juni noch 6. und im Herbst dann schon 7. Klassen haben teilgenommen in diesen beiden Schulen, also 15 bis 17 Jahre, und sind hier leider in großer Hitze herumgestapft und haben Daten gesucht und beschriftet. Dieser Datensatz, den wir daraus gekriegt haben, besteht also jetzt aus über 4000 Fotos. Wir hatten ausgegeben, wie die auch zu annotieren sind, schon im Feld und haben aufgabenkonforme Annotation, circa 55%. Auf das komme ich dann noch zurück. Wir haben Vorher-Nachher-Fragebögen von allen Teilnehmenden. Wir haben Sprachenporträts, aber auch Sprachenbäumen, einen pro Schule, um das Repertoire der Klassen an Sprachen zu erheben. Wir haben diese Fotoperzeptionsfragebögen, also wenn man ein Foto sieht, die Sprachen zu kennzeichnen, was ist Französisch, was ist Deutsch, was auch immer.
Wir haben Audioaufnahmen von den Fokusgruppendiskussionen, da haben wir auch Artefakte wie Plakate, Poster, die da gemalt wurden und Protokolle. Wir haben Projektberichte und Poster und wir haben Feedbackkarten, nachdem wir jeden Tag eine Feedbackrunde gemacht haben, so blitzlichtartig. Unsere Ergebnisse zeigen schon einmal aus meiner Sicht, aus unserer Sicht sehr zufriedenstellend, dass wir verschiedene, dass tatsächlich diese Sensibilisierung zu funktioniert haben scheint. Diese Aussage, ich sehe viele verschiedene Sprachen geschrieben, wenn ich durch Wien gehe, stimmen nach diesen Projekttagen signifikant mehr SchülerInnen zu als vorher im Durchschnitt. Auch wenn man sie fragt, siehst du Französisch in deinem Alltag in Wien, dann sagen auch nachher mehr, sie sehen Französisch. Kann man natürlich darüber diskutieren, wie nachhaltig das ist und wir überlegen uns auch gerade Konzepte, um zu schauen, ob das ein Jahr später auch noch irgendeinen Effekt hat oder ob wir da einfach im Prinzip nur gemessen haben, dass wir ein Programm gemacht haben. Aber jetzt, wenn man schaut, dass die Sensibilisierung aus den Daten, die wir haben, scheint stattgefunden zu haben. Und wir haben auch die Wiener Linguistic Landscape dokumentiert. Was jetzt aber zusammenhängt mit diesem Thema Motivation, ist schon diese aktiv-partizipative Feldforschung und Datenanalyse und die Ausbildung in Forschungsprozessen, die eng verknüpft sind, natürlich mit Analyse und Exegese der Daten, nämlich mit der Datenqualität. Wie schaut es dort aus? Da sind wir nicht so ganz, also das müssen wir uns noch sehr viel überlegen zu diesem Thema. Wir hatten eine Zielvorgabe Teil 1, 15 bis 20 annotierte Fotos bitte pro Person. Und wir sehen hier unter 50%, die das gut gemacht haben, im Sinne von, also wirklich Aufgabe erfüllt und neutral ist schon immer so super. Und dann haben wir wirklich auch ein Drittel, die das eigentlich schlecht gemacht haben oder gar nicht. Wir haben schon mehr Leute, die die Vorgabe erfüllt haben, als die es nicht erfüllt haben. Aber da ist trotzdem, also das sind trotzdem ein Drittel, die einfach nicht genug Fotos gemacht haben. Wir haben auch lange diskutiert, ob wir diese Vorgaben brauchen. Und wir haben natürlich da jetzt auch ein Problem der Qualität. Haben wir unsere sprachwissenschaftlichen Ziele überhaupt erreicht? Und da ist Motivation ein zentrales Thema. Entschuldigung. Wir haben dann einen Wettbewerb eingeführt zwischen Tag 1 und 2. Also das war Tag 1, da waren wir nicht zufrieden und haben dann gesagt, okay, es gibt jetzt einen Wettbewerb. Es gibt Amazon-Gutscheine, ein erster Platz, zwei zweite Plätze, wer das besonders erfüllt hat. Entschuldigung, muss man kurz beim Husten wegzappen. Da. Jury waren wir. Und die Preise hat es dann bei der Zeugnisvergabe gegeben. Das hat tatsächlich gewirkt. Wir haben lange über das diskutiert, ob wir diese materialistische Ebene einziehen wollen. Sie hat aber funktioniert. Wir haben wirklich jetzt mehr als die Hälfte, also sagen wir zwei Drittel, die das okay gemacht haben, mehr als die Hälfte sogar wirklich gut. Und wir haben die gewünschte Fotozahl, die beim Tag 230 annotierte Fotos waren. Hatten vorher, bevor wir in die Schulen gegangen sind, das habe ich noch nicht erwähnt, weil das eben nicht so funktioniert hat, wie wir gerne gehabt hätten. Wir hatten auch LehrerInnen als Citizen Scientists in einem PH-Fortbildungsseminar, zwei Freitagnachmittage. Wir haben da groß gehofft, dass wir doch 30 Teilnehmende kriegen. 12 haben sich dann angemeldet, unterschiedliche Fachrichtungen. Dann hatten wir ein bisschen ein Kommunikationsproblem, wenn uns gesagt wurde, wir sollen und dürfen denen eine Hausübung geben, was daraufhin, also wo wir eben die Feldforschung ihnen dann antragen wollten, plus Erfahrungsbericht, ähnlich wie den SchülerInnen, aber nur eine Straße eben. Wir hatten dann einen Output von, sage ich einmal, nur 144 Fotos von 5 Teilnehmenden zwischen 6 und 76, davon waren nur 91 annotiert. Wir hatten Berichte von 4 Teilnehmenden. Wir hatten schon technische Probleme mit der App ursprünglich auch, weil es da ein Update gab über Google, Luxemburg, was auch ich. Aber wir hatten schon auch dezidiert eine gewisse Technikscheue bei den LehrerInnen, was dazu geführt hat, eigentlich, nachdem die zuerst waren, dass wir den SchülerInnen zu viel erklärt haben. Die waren dann beleidigt, dann gesagt, also eine App werden sie wohl noch verstehen, hat auch wirklich viel besser funktioniert, bei den LehrerInnen nicht so gut. Ich komme schon, wie viel Zeit habe ich noch? Wir sind eigentlich schon drüber. Also wenn Ah, Sie zum Entschuldigung, Ende kommen, ich ist komme zum alles Ende. gut. Ja, Das sind jetzt danke. die herausfordernden Lessons Learned und da können wir dann gleich weiter diskutieren. Wir haben festgestellt, wir haben sie dann zur Ausstellungsgestaltung auf die Uni eingeladen. Wir waren zuerst in den Schulen mit den Feldforschungstagen, mit der Nachbesprechung. Wir haben sie dann auf die Uni eingeladen.
Und haben festgestellt, es macht einen großen Unterschied, ob wir im Klassenzimmer sind, im Festsaal der Schule, waren wir in der zweiten Schule oder an der Uni Wien. Sie haben es geliebt, auch unseren, falls jemand an der Uni Wien schon war, den schrecklichen Hörsaal A im Campus, im Hörsaalzentrum, der eine furchtbare Akustik hat. Und sie haben gefunden, es ist der coolste Ort der Welt. Und ja, dann haben wir natürlich auch Outdoor gehabt. Es war wirklich heiß, vor allem in der zweiten Wochenhälfte. Die waren wirklich arm. Wir haben ihnen Getränke und Snacks zur Verfügung gestellt. Aber es war eigentlich, wir haben dann Erfahrungsberichte gehabt von anderen Projekten. Auch wenn es dann geregnet hätte oder kalt gewesen wäre, wäre es auch nicht gut gewesen. Also Outdoor ist ein Faktor. Der Zeitfaktor, es war noch Notenschluss. Wir hatten drei Projekttage. Ist ein bisschen schwierig, halt wirklich ein Verhältnis mit ihnen aufzubauen in drei Halbtagen. Und wir hatten in der einen Schule, die haben uns netterweise in den Wochenanfang verlegt, obwohl noch Matura war. Das heißt aber, die LehrerInnen konnten nicht die ganze Zeit dabei sein. Und dann haben wir auch gesehen, in der zweiten Schule waren die LehrerInnen dabei und das hat einen großen Unterschied gemacht. Die extrinsische Motivation hat einfach funktioniert. Goodie Bags, also sie haben T-Shirts bekommen, sie haben Bleistifte bekommen, sie haben Snacks bekommen, sie haben so Tote Bags, so Stofftaschen gekriegt. Wir hatten Stempelkarten, wo sie eben diesen Parcours quasi ablaufen mussten und Stempel gekriegt haben bei vier Stationen. Wir haben wirklich in einer Hochruck-Aktion diese Amazon-Aktion, Gutscheinaktion eingeführt. Die alle dann, aber die dann wirklich auch erwähnt wurde als Motivationsfaktor. Wir waren Programm im Rahmen des Unterrichts, es war nicht freiwillig. Und wir haben dann aber bei den Ausstellungsgestaltungen gesehen, wenn die freiwillig, da war es in der einen Schule freiwillig, die Teilnahme in der anderen nicht. Das macht schon einen großen Unterschied. Wobei auch in der sogenannten Freiwilligengruppe dann ein paar gearbeitet haben und ein paar nicht gearbeitet haben, die meisten schon. Also es macht einen Unterschied, ob die wirklich sich quasi da, ob die bespaßt werden oder ob die sich gemeldet haben dafür. Diese Gratwanderung zwischen Autonomie und Kontrolle war ein bisschen schwierig. Bei diesen Spaziergängen haben wir sie am Anfang verfolgt. Also da wurden sie dann eher paranoid. Aber mit 16-Jährigen haben wir gesagt, okay, die lassen wir jetzt einfach frei. Sie sind natürlich dann auch zum Spar gegangen, haben sich Essen besorgt und sonstige Dinge. Aber das ist alles, für uns war es ein bisschen schwierig abzuschätzen, wie das jetzt ist mit der Aufsicht. Es gab auch Widerstände, es gab StörerInnen, für die wir uns was einfallen lassen mussten, die dann aber eigentlich eher dann eh nicht mehr gekommen sind, wo auch die LehrerInnen dann erleichtert waren. Wir hatten das Thema Datenschutz im Unterschied zu Anwesenheitslisten. Wir haben zum Beispiel in der ersten Schule 30 Mal verkündet, sie sind alle anonym und sie kriegen Tiernamen und so weiter. Und wir können nicht nachvollziehen, wer sie sind. Wir haben gelernt in der zweiten Schule, dass sie für uns anonym sind, aber nicht für die LehrerInnen. Hat dann auch besser funktioniert. Weil am Anfang haben sie einfach nur gewusst, sie sind anonym und sie können auch Blödsinn machen, also die stören wollten. Die haben sich auch ein bisschen beschwert, dass sie nicht genau wissen, sind sie jetzt WissenschaftlerInnen oder eigentlich InformantInnen. Ich glaube, das ist allgemein ein Problem bei den Citizen Science. Die LehrerInnen waren eine völlig andere Zielgruppe, auch von eben, warum sie da überhaupt teilgenommen haben. Der Zeitfaktor, es war noch gedrängter mit diesem Nachmittag. Verschiedene Gründe auch für die Teilnahme, mit denen uns wir wahrscheinlich mehr beschäftigen hätten sollen, damit wir auch ein bisschen die Motivation erhöhen. Wir haben aber schon uns bemüht, eben auch Tischvorlagen auszugeben, weil zumindest also die Kollegin, die Didaktik, Kollegin Puska, die für Didaktik zuständig ist, auch gesagt hat, das ist ihre Erfahrung. Als Motivationsfaktor für LehrerInnen ist es immer gut, wenn sie am Schluss dann Tischvorlagen haben, die sie einfach kopieren können und Dinge machen können im Unterricht. Hatten wir dann schon. Die Hausübungsunwilligkeit war stark verbreitet, wobei LehrerInnen, glaube ich, schon, also ich war mal selber eine, ein eher schwieriges Publikum sind, schwieriger als die SchülerInnen auf jeden Fall. Die Technikscheu war ein bisschen ein Problem, die haben sich teilweise wirklich diese, oh Gott, eine App, das war bei den SchülerInnen überhaupt nicht. Also die waren wirklich beleidigt, dass wir viel erklärt haben. Goodies funktionieren immer. Mein Fazit, das ist schon die vorletzte Slide. Unser Projekt hat tatsächlich anscheinend zu einer intensiveren Beschäftigung mit Mehrsprachigkeit im öffentlichen Raum geführt, aber die Motivation war wirklich ein großer Faktor, auch ein wissenschaftlicher Erfolgsfaktor. Nachdem wir uns auf Perzeption aufgebaut haben, waren wir natürlich abhängig davon, dass wir auch entsprechende Informationen kriegen, um das wissenschaftlich auswerten zu können. Es gibt aber dann natürlich völlig unterschiedliche Persönlichkeiten. Wie gesagt, dass die LehrerInnen anwesend waren, hat einen großen Unterschied gemacht. Das würden wir absolut einfordern und wirklich ausmachen wollen. Das nächste Mal auch in den nächsten Projekttagen.
Es gab aber auch eine Klassenlehrerin drin, die selber verweigert hat. Die hat man nicht mal gefunden da drinnen. Die hat ab und zu reingeschrien und hat dann letztens eigentlich auch negative Dynamik verbreitet, leider. Die war aber Gott sei Dank nur eine Stunde da. Es gab einzelne StörerInnen und dann ist die Frage, was macht man? Wie kann man das vermeiden, dass sie die Stimmung kippen lassen? Was macht man vor allem, dass die nicht dann auch die, die arbeiten wollen, quasi abbezahlen? Die verschiedenen Zusammensetzungen der Gruppen, Gender, soziales Milieu, auch unsererseits. Wir sind natürlich ein Frauenteam gewesen. Was macht das mit der Dynamik, wenn da wieder, also die Lehrpersonen, das waren auch Lehrerinnen großteils, was macht das auch mit sprachlichen Hintergründen? Ist eine Frage, die wir uns noch wirklich überlegen müssen. Auch diese Idee, wir brauchen, es gibt eine eigene Dynamik in Citizen Science-Projekten, aber auch in Projekttagen gibt es eine Dynamik. Und wie gesagt, unser Hauptfazit ist, extrinsische Motivation funktioniert verlässlich. Wettbewerb, gute Snacks. Wurde aber auch im Feedback positiv erwähnt, war auch in einem Podcast, den Schülerinnen gestaltet haben, positiv erwähnt. Und das ist, und für den Rest würde ich mich jetzt gerne den Fragen stellen, was Sie gerne noch wissen möchten. Danke. Hier ist unser Kontakt. Und es gibt auch schon eine Publikation dazu. Danke, Frau Sokup. Wir schließen dann direkt an mit der Frau Schweiger. Achso, Freigabe, stopp. Jetzt, Da, genau, ja. danke. Wunderbar. Frau Schweiger, Sie sind noch stumm geschalten. Hört man mich? So. Wunderbar. Gut, dann danke ich für den Vortrag. Moment, ich muss da nur kurz. Ups, ups, ups. So, dann danke ich für den Vortrag. Es war sehr spannend und danke auch für die Einladung. Bei uns gab es ähnliche Probleme. Das ist mir einiges bekannt vorgekommen, aber durchaus anderes. Wir haben das Wildlife-Crime-Problem, sage ich schon, das Wildlife-Crime-Projekt gestartet im Jänner 2023 und sind jetzt im zweiten Projektjahr und das endet mit Ende dieses Jahres. Es geht darum, um Artenschutz bei unserem Projekt und weil das Naturhistorische Museum sich natürlich auch mit diesem Aspekt sehr beschäftigt und vor allem auch ich und deswegen habe ich damals dieses Projekt auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen eingereicht. Wir sind im Gegensatz zum vorigen Team ein gemischtes Team aus meinen Kolleginnen Marietta Hengel und Karin Ernst und auch aus der Pädagogik bei uns aus dem Haus Stefan Agnesi und Peter Zimmer, die eine sehr große Expertise mitbringen, wie man mit Schülerinnen und Schülern umgeht. Und ich muss sagen, das hat uns einen immensen Vorteil gebracht, denn wir haben wenig mit Schülerinnen und Schülern zu tun. Und die beiden Herren haben das wirklich toll abgepuffert und gehen auch ganz anders mit den Jugendlichen um, als wir es machen. Und da können wir eigentlich auch sehr viel lernen in der Hinsicht von den beiden aus dem Pädagogikteam, die bei uns da im Team dabei waren. Wir haben sehr viele Kooperationspartner in diesem Projekt, zum Teil internationale Kooperationspartner, wie zum Beispiel auch die UNO. Das Drugs and Wildlife Crime Department. Es macht der WWF mit, es macht die Crocodile Specialist Group mit von der IUCN und es macht auch eine Schlangenfarm mit in Thailand. Wir haben nationale Partner wie WWF BirdLife, den Zoll haben wir mit an Bord geholt und auch BirdLife Austria. Also wirklich hochkarätige Projektpartnerinnen und Partner. Und wir haben verschiedenste Schülerinnen und Schüler ausgewählt aus verschiedenen Schulen. Zum einen Schulen aus Wien und auch eine Schule aus Graz. Und die meisten Schulen sind deutschsprachig. Drei Schulen sind deutschsprachig. Schumayerplatz und Berchtoldsdorf und Graz waren deutschsprachig. Und jetzt haben wir mit dem Projektteam die Vienna International School. Und das ist ein englischsprachiger Teil dann auch noch. Also wir haben das gemischt. Wir haben das Projekt aufgeteilt auf. Weil es wirklich, Sie werden dann auch sehen im Zuge der Vorstellung, dass es eigentlich ein sehr umfassendes Projekt ist. Und deswegen haben wir die ersten Schulen ins erste Jahr gegeben und die Vienna International School jetzt gemeinsam mit der Grazer Schule ins zweite Projektjahr. Also wir haben das ein bisschen aufgeteilt und also ein Projektteil ist bereits abgeschlossen mit Ende des Jahres 2023. Was wollten wir in dem Projekt erreichen? Also wir wollten die Wissensgrundlage zu
Wildtierkriminalität überhaupt einmal fördern? Denn wir sind am Anfang vom Projekt schon draufgekommen, dass die wenigsten wissen, was Wildlife Crime ist oder Wildtierkriminalität. Wir wollten andererseits zum kritischen Denken und zum interdisziplinären Arbeiten das auch fördern und aufrufen dazu. Wir stellen Unterrichtsmaterialien auch für später bereit, also dass die Schülerinnen und Schüler das auch oder die Lehrerinnen vor allem auch nutzen können später in ihrem Unterricht. Die Schülerinnen und Schüler agieren sozusagen als Botschafterinnen für den Artenschutz. Und ich muss sagen, das hat wirklich gut funktioniert. Das hat uns sehr gut gefallen, wie die Schülerinnen damit umgegangen sind. Sie lernen auch bei einer internationalen Tagung teilzunehmen oder sich auch auf so eine Tagung vorzubereiten. Sie werden bei einer Publikation bei uns mitarbeiten, die wir in einem Open Access Journal Ende des Jahres publizieren werden. Und natürlich, unsere langfristige Motivation war natürlich, dass sie sich auch vermehrt für den Naturschutz, auch vor der Haustür, engagieren. Wir haben das geteilt, das Projekt. Zum einen sollten die Schülerinnen und Schüler aktiv was arbeiten und mitforschen mit uns. Zum anderen sollten sie aber auch was lernen und das im Zuge von Workshops erarbeiten. Und das Erste, was wir gemacht haben, war eine Diskussion in der UNO, wirklich im Plenumssaal im Großen, wo die Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Länder vertreten haben und die Aspekte der Länder wirklich vorbringen mussten, auf Englisch alles, und auch ihr Land verteidigen, sozusagen der Meinung. Sie haben einen Zettel bekommen, da ist draufgestanden, welche Meinung sie zu vertreten haben, und das mussten sie vorbereiten und es dort auch argumentieren, warum sie der Meinung sind. Und sie mussten ein Gesetz durchkriegen im Plenum für Artenschutz. Und ich muss sagen, das war wirklich toll. Also die haben diskutiert, die haben wirklich auch mit untereinander gestritten, kann man schon fast sagen, und da wirklich, also sehr rege teilgenommen. Und ich glaube, das hat ihnen wirklich gut gefallen. Zum anderen gehen wir mit ihnen auch zum österreichischen Zoll, um auch einmal zu sehen, wie funktioniert das im Praktischen, was macht der Zoll, welche Dinge werden konfisziert vom Zoll und warum. Und wir hatten Workshops mit ihnen, mit BirdLife und mit dem WWF Österreich gemeinsam, wo wir auch das nationale Wildlife Crime, das betrifft Abschuss von Wölfen, illegaler Abschuss zum Beispiel von Greifvögeln, solche Dinge, die wurden da anhand von Fallbeispielen sowie einer Detektivarbeit eigentlich auch durchgearbeitet und dann auch gelöst. Und das hat den Schülerinnen und Schülern, muss ich sagen, auch sehr gut gefallen, weil sie da aktiv einfach überall was mitmachen konnten und wir sie auch immer in Kleingruppen beieinander hatten und eigentlich auch sehr gut mit ihnen interagieren konnten und sie dadurch auch persönlich sehr gut kennengelernt haben, weil wir natürlich sehr viele Workshop-Tage mit ihnen gemacht haben. Wir gehen auch mit ihnen ins Vienna Open Lab. Das heißt, sie machen auch wirklich praktische Arbeit im Labor, machen Forensik. Das heißt, es werden Proben, beschlagnahmte Proben ihnen zur Verfügung gestellt und mit Hilfe von geschulten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern lernen sie, wie man eine PCR, eine Polymerase-Kettenreaktion macht, wie man Sequenzen erhält, wie man das Ganze dann abgleicht in Datenbanken und ob sie da jetzt einen Fall von Wildlife Crime vorliegen haben oder nicht. Wir haben dann auch mit der IUCN einen Workshop gemacht zum Thema Krokodile. Wir haben da eine Expertin für Krokodile, die auch hier in Österreich ansässig ist und die IUCN auch da vertritt, also den Chair hat in der IUCN für die Krokodilgruppe. Und die hat mit den Schülerinnen und Schülern einen Workshop gemacht, wo wir wirklich beschlagnahmtes Material bestimmt haben. Aktive Arbeit, haben wir festgestellt, hat ihnen extrem gut gefallen. Also wo sie wirklich was in der Hand haben, wo sie beraten werden, wo sie miteinander sich auch beraten können. Diese Workshops haben wirklich perfekt funktioniert. Auch die Mitarbeit war sehr gut. Wir hatten manchmal einzelne Störfälle, die Herren haben wir aber auch schon gekannt, die das gemacht haben. Und die haben uns dann immer extra in den Workshops dann schon gekümmert. Und das hat dann eigentlich auch ganz gut funktioniert. Ja, und wir hatten sogar eine Übertragung aus Thailand von einer Kollegin von mir, die auf einer Schlangenfarm arbeitet, wo eben auch Schlangenleder natürlich eine Thematik ist bei Wildlife Crime. Schlangenleder wird ja verwendet, großteils auch illegal zur Produktion von Schuhen, Taschen oder diversen anderen Dingen. Und sie hatte den Schülerinnen und Schülern einen Online-Vortrag gegeben, live aus Bangkok, mit einer Zeitverschiebung von 8 Stunden. Also die Art, es war gar nicht leicht, da einen Termin zu kriegen. Und die Schülerinnen und Schüler konnten sie auch fragen und sie hat es dann auch hergezeigt, wie es bei ihr ausschaut. Ja.
Dann haben wir natürlich aber auch Arbeit gehabt. Also die Schülerinnen und Schüler haben nicht nur was gelernt und konnten nette Workshops machen, sondern sie mussten auch was tun. Und zum einen haben wir einen Fragebogen vorbereitet, der sehr genau eigentlich detailliert abgefragt hat, was, wie viel man über Wildlife Crime weiß. Und sie sind dann in ihrer unmittelbaren Umgebung haben sie Umfragen gemacht, sie haben in ihrer Schule Umfragen gemacht, sie haben in ihrem, bei ihrem Verwandtenkreis, also in ihrem Verwandtenbereich, im familiären Kontext, haben sie Leute befragt. Und ich muss sagen, das war bei drei Schulen hat das perfekt funktioniert, bei einer Schule gut, aber nicht so gut wie bei den anderen, denn die waren so im Matura-Jahr drinnen und hatten so viel zu tun. Und dadurch ist es ein bisschen zu kurz gekommen, die Zeit, die sie für die Umfragen dann aufbringen konnten. Wir haben keine Goodies ausgeteilt oder Gutscheine, sondern wir haben einfach versucht, auch mit ihnen zu reden und auch zu erklären, wozu wir eigentlich die Daten benötigen und was wir dann auch damit machen und was sie dann eigentlich auch mit den Daten machen sollen. Und es sind dann eigentlich schon noch Ergebnisse letztendlich dann von den Schülerinnen und Schülern auch gekommen. Wo wir wirklich gestaunt haben, war, wir haben angeboten, sie können auch Recherchen machen auf Webseiten und in Social Media Bereichen, wo sie auf Wildlife Crime stoßen oder also im Internet überhaupt. Und das hat ihnen extrem gut gefallen. Und da hat man gesehen, das sind einfach Medien, wo Schülerinnen und Schülerinnen aktiv immer unterwegs sind. Das ist für mich völlig, also ein Neuland in manchen Gebieten. Und da haben wir von den Schülerinnen und Schülerinnen extrem viel gelernt, wo die überall Dinge gefunden haben. Also Hut ab, muss man echt sagen. Also da waren wir die, die gelernt haben eigentlich davon. Das einzige Problem war, dass eine Schule sich geweigert hat, das zu machen, diese Internetrecherche, weil sie gesagt haben, dass das Probleme geben könnte, weil das ja illegal ist. Und wir haben dann versucht zu erklären, dass Amazon oder Willhaben oder so überhaupt nicht illegal ist, wenn man da nach Dingen sucht, die irgendwas mit Wildlife Crime zu tun haben. Aber da waren sie eigentlich nicht davon abzubringen und haben sich geweigert, diese Social Media Sachen zu machen. Wir haben das dann geändert und haben dann gesagt, okay, dann machen wir was anderes. Und sie machen gerade einen Podcast zum Thema Wildlife Crime und der aber wirklich sehr toll wird, muss man sagen. Also da haben sie ihre Energie dann sozusagen in andere Bereiche gesteckt. Natürlich haben wir sie auch gefragt, gibt es in eurem persönlichen Umfeld, gibt es da Dinge, die ihr, wenn ihr rausgeht, wenn ihr in eurer Umgebung in Geschäfte geht oder auch daheim, habt ihr schon mal im Urlaub was gesehen, was mit Wildlife Crime zu tun hat? Und es war aber nicht so wie ein sozusagen so wie Informanten, die uns dann die Leute irgendwie anschwärzen, sondern sie haben das einfach aufgelistet. Und da haben wir auch gesehen, dass im Zuge des Projektes das immer besser wird, dass die Schülerinnen und Schüler immer besser erkennen, was ist wirklich Wildlife Crime. Also, und das war für uns auch wichtig. Und das hat sich wirklich bewährt, dass sie dann zum Schluss wirklich schon gesagt haben, nein, das ist es nicht und das ist schon. Und da haben sie schon sich wirklich ganz gut ausgekannt. Und das hat mir eigentlich wirklich gefallen, dass das eigentlich funktioniert hat. Wir machen auch einen Wissenstransfer natürlich. Also das muss sein, dass auch in der Unterrichtsmaterial zur Verfügung gestellt wird und dass das auch weiter genutzt wird in den Schulen. Die Schülerinnen und Schüler haben im Zuge des Projektes, hat jede Schule gemacht, einen Folder gestaltet. Den haben sie selbstständig gestaltet. Manche haben sogar ein YouTube-Video noch zusätzlich dazu gestaltet. Also wirklich, das werden wir dann auch alles zusammenfassen beim Abschlussbericht, dass man das auch dann anschauen kann. Leider ist heute nicht die Zeit dazu. Also ich war wirklich begeistert, was sie da gemacht haben. Und wir haben sie dann einfach unterstützt bei diesem Folder, haben das wissenschaftlich, also inhaltlich ein bisschen korrigiert oder Fotos bereitgestellt und haben ihnen geholfen, das auch grafisch wirklich schön zu gestalten. Das ist dann auch gedruckt worden und wird in jeder Schule dann jeweils dann auch verteilt. Und zwar, wie man das sehen kann, am dritten, auf die Schülerinnen und Schüler machen auch eine Schulvitrine in jeder Schule. Wir haben Vitrinen gekauft und die Schülerinnen und Schüler haben die Vitrinen dann selbstständig mit Materialien, die wir ihnen zur Verfügung gestellt haben, gestaltet, die Texte gestaltet und haben dann auch diesen Folder dazugegeben, sodass die ganze Schule eigentlich an dem teilhaben kann und auch die Informationen in der Schule weitergetragen und weitergeteilt werden. Sie haben Social-Media-Beiträge gestaltet, verschiedenste, wie ich schon gesagt habe, also YouTube-Kanäle, Sie haben Videos gemacht, Sie machen Podcasts. Und was für uns jetzt da gerade relevant wird, weil die Europäische Citizen Science-Konferenz vor der Tür steht, Sie haben
Sie beginnen damit, mit uns gemeinsam ein wissenschaftliches Poster zu gestalten für diese Konferenz. Was sind jetzt die Outputs aus dem Projekt? Also wir machen eine Publikation am Ende des Jahres, wo die Ergebnisse der Umfragen und auch der Social-Media-Recherchen und der Umfeldrecherchen ausgewertet werden und dann publiziert werden, gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern. Also sie sollen auch lernen, wie man eine Publikation schreibt, wie man recherchiert, wie man an das herangeht. Sie haben eben den Folder gemacht, sie machen Social Media, wie ich schon gesagt habe, sie haben die Schulvitrine gemacht und sie haben verschiedene. Und wir haben natürlich, der Output war auch, es sind sehr viele Medienberichte zu diesem Thema entstanden. Also wir sind jetzt im Profil drinnen, wo das Projekt erwähnt wird, wenn sie es nicht rausgestrichen haben, hoffe ich, aber ich hoffe doch. Es war am Montag im Niederösterreichischen Forschungsmagazin ein Thema zum Wildlife Crime, da ist das Projekt auch erwähnt worden. Und es war dann auch am nächsten Tag noch zum Beispiel auf der ORF-Seite. Es war auch im Standard ein Beitrag darüber. Man hat uns auch interviewt und da haben wir das eben auch gebracht. Also es hat durchaus in den Medien auf Resonanz getroffen. Wir haben angefragt und Wildlife Crime scheint ein sehr beliebtes Thema zu sein, dass man das eben auch medial verarbeitet. Wie gesagt, der Output 2, das kommt jetzt auf uns zu, vom 3. bis 6. April, die große Europäische Citizen Science Konferenz. Entschuldigung, die große Europäische Citizen Science Konferenz, die gemeinsam von der BOKU und vom Naturhistorischen Museum veranstaltet wird, findet in Wien statt und wir sind angenommen worden mit einem Posterbeitrag zu unserem Thema, zu unserem Projekt, zu Wildlife Crime. Und wir haben auch letzten Tag ist ein sogenannter Marketplace oder so ein sozialer Event im Naturhistorischen Museum, wo eben sich Projekte präsentieren können und wo ein reduzierter oder ich glaube sogar ein freier Eintritt für Besucherinnen und Besucher des Museums sein wird. Und da wird unser Projekt auch an einem Projektstand präsentiert werden. Die wissenschaftlichen Ziele ist klar, wir wollten eine umfangreiche Datengrundlage einmal schaffen zu Wildlife Crime, weil wir bemerkt haben, dass es das eigentlich gar nicht gibt und das eigentlich eine sehr schöne Publikation werden kann. Wir analysieren die Daten, wir werden die Schülerinnen auch ein bisschen einbeziehen in die Analyse der Daten. Die Ergebnisse werden auf einer internationalen Tagung präsentiert und eben sie werden als Citizen Scientists, als Laienforscher in diese Arbeit wirklich aktiv mit einbezogen. Und uns war auch wichtig, dass sie eben nicht nur als Informanten dienen und uns irgendwelche Daten liefern, sondern dass sie eben aktiv in diesem Projekt leben, sich damit auch auseinandersetzen. Und man hat da gemerkt, wie viele dann auch wirklich für dieses Thema begonnen haben, sich zu begeistern und wie sie das dann auch ist sich das auch in ihren Präsentationen letztendlich gezeigt hat, dass sie das eigentlich schon sehr interessiert hat. Die Motivation und die Anerkennung. Also ganz wichtig ist die Rolle von Lehrpersonen in der ganzen Geschichte. Also ohne Lehrpersonen, die sich aktiv auch kümmern und während der Workshops da sind, während der Befragungen immer dabei sind, funktioniert das meiner Meinung nach nicht. Also es muss wirklich jemand dabei sein, der da wirklich hinter dem Projekt steht. Die Motivationslöcher, die wir hatten bei der einen Schule, eben weil zu wenig Befragungen durchgeführt wurden, konnten wir eigentlich recht leicht lösen, indem wir viel darüber geredet haben, uns getroffen haben und dann sozusagen nochmal einen Motivationsschub erwirken konnten. Ja, die Anreize im Projekt sind sicher, dass die Schülerinnen und Schüler in irrsinnig viele Sparten hineinschauen können, reinschnuppern können, auch bei uns ins Museum. Also nicht nur zum Zoll oder zur UNO, sondern auch immer hier waren bei uns im Museum. Die ganzen Kick-Off-Veranstaltungen haben hier stattgefunden. Viele der Workshops haben hier stattgefunden. Also sie waren direkt hier in der Sammlung, konnten das auch aktiv sehen und auch wie wir arbeiten. Und das war sicherlich, glaube ich, ein großer Anreiz. Und natürlich auch, und wir haben auch die Schülerinnen und Schüler gefragt, die Nutzung von wissenschaftlichen Infrastrukturen, wie zum Beispiel dem Labor. Also diese Arbeit im Labor mit der DNA-Analyse, der DNA-Extraktion und der Sequenzierung, das hat ihnen wirklich gut gefallen. Das haben sie sich auch sehr gut gemerkt. Die Anerkennung der Leistungen der Schülerinnen ist natürlich, dass wir sie in der Publikation werden sie alle angeführt hinten. Also das werden wir auf jeden Fall hoffentlich durchkriegen, dass wir sie auch nennen.
Und wir haben natürlich immer während der Workshops immer wieder mit ihnen geredet. Wir haben auch durchaus ein gutes Verhältnis zu vielen aufgebaut, weil wir sie eben sehr oft getroffen haben. Und wir machen auch immer eine feierliche Abschlussveranstaltung, wo sie ihre Ergebnisse nochmal präsentieren und wo eben dementsprechend es auch gewürdigt wird, ihre Leistung dann im Projekt. Lessons learned. Ja, wir haben auf jeden Fall beidseitig gelernt, wie ich schon vorhin gesagt habe. Also diese Social Media Geschichten, die für mich ja völlig, also ich bin überhaupt nicht aktiv in Social Media, dabei habe ich wirklich einiges gelernt von den Schülerinnen und Schülern, was man da so machen kann und was es nicht alles gibt. Und was wichtig ist, die Projektschulen sorgfältig auszuwählen. Wir hatten eine Schule, die weiter weg ist in Graz. Und da hat es auch wirklich, das war wirklich schwierig, dass die Schülerinnen und Schüler, weil doch sehr viel Teilnahme an Workshops waren, auch nach Wien kommen. Wir sind aber sehr oft auch zu ihnen nach Graz gefahren. Aber es ist trotzdem, die Entfernung macht da schon was aus. Und es wäre fast besser, die Schulen eher im Umkreis zu wählen, denke ich, also für die Zukunft, also für so ein Projekt, wie wir es haben. Die Motivation und die Rolle von den Lehrpersonen muss man unbedingt vorab abklären, denn wir hatten alles vorher in Pakete geschickt, in Infopakete, wo die Lehrerinnen und Lehrer schon sich vorab informieren konnten, ob das Projekt was für sie ist. Und da sind auch die Ziele und was gemacht werden muss und so drin gestanden. Und das war dann letztendlich bei einer Schule eben, und die Lehrerin gesagt hat, sie hat sich nicht vorgestellt, dass das so viel Arbeit wird. Aber das war schon vorab alles in den Paketen drin. Also das müsste man vielleicht noch besser kommunizieren. Eben regelmäßiges Wiederholen der Projektziele, damit es auch immer bleibt im Kopf, vor allem zu Beginn an. Und das werden wir uns sicher merken für die Zukunft. Und die Zeitpläne werden von uns ja genau eingehalten. Aber das ist natürlich mit Matura oder mit Wegkrankheit von Lehrerinnen oder mit wechselnden Schülerinnen oder Schülern oder Schülerinnen und Schüler, die auf Schulreise gehen irgendwo hin, ist das natürlich ein Problem. Und da muss man wirklich schauen, dass man sich wirklich genug Zeit einplant, um eben dann auch genau und zeitgerecht seine Arbeitspakete abzuarbeiten. Ja, und somit sage ich danke für die Aufmerksamkeit. Und ja, ich hoffe, viele sind auf der EXA-Konferenz und dann können Sie unser Poster anschauen zum Projekt. Herzlichen Dank.